Ein Knaller soll es wieder sein, das zweite Apertura-Radsport-Event am 30. Juli 2016 in Gera. Namensgebend ist dabei freilich das Profirennen, kurz nach der berühmten Tour. Mit wem darf man dafür vorab schon rechnen? Eine Woche nach der Tour de France ist es natürlich unser Ziel, dann wie im Vorjahr auch ein hochkarätiges Starterfeld nach Gera zu bekommen. 60 Profis international werden am Start sein, allen voran natürlich André Greipel und Marcel Sieberg, die schon sehr zeitig ihre Startzugabe gegeben haben, was uns sehr persönlich sehr, sehr freut, vom Team Lotto Soudal. Du willst heute unbedingt gewinnen, oder? Ja, deswegen haben wir den weiten Weg gemacht und ja, mal gucken, was die Beine sagen am Ende. Ja, dann kommen noch schnelle Leute mit Robert Wagner, den deutschen Meister von 2011 vom Team Lotto Jumbo. Von Bora Argon 18 werden starke Leute am Start sein. Unmittelbar vor der Tour de France tut sich da auch noch mal sehr, sehr viel. Und werden wir mit vielen Überraschungen auch noch mal punkten können. Es ist immer was Besonderes, mit den Profis zu fahren, vor allem jetzt nach der Tour. Und ja, mal schauen, wie es geht. Selten sind die Zuschauer so nah dran am Start der Radprofis. Aber das ist es wohl, was sie sich von Gera wieder erhoffen. Und wie geht's los? Wir sind ab 13.30 Uhr auf der großen Veranstaltungsbühne. Bei der Einschreibkontrolle werden sie vorgestellt. Und dann offiziell 14 Uhr wird der Startschuss gegeben. 70 Kilometer werden gekreiselt. Wie sieht diese Runde aus? Und wem kommt sie vielleicht entgegen? Sie ist eine Innenstadtrunde. Es ist sehr guter Asphalt, rollt gut weg, sind wenig Höhenmeter, es sind 4 Kurven pro Runde. Eine Runde ist 1,4 Kilometer lang. Das heißt aber auch, wenn richtig auf Zug schnell gefahren wird, dann wird es hinten ganz, ganz eklig, weil durch das Angetreten kann man da auch schnell mal Position verlieren oder auch das Hinterrad verlieren. Und das heißt schon, dass es tempofeste Fahrer hier Vorteile haben und allen voran auch die Sprinter bei der schönen, leicht ansteigenden, breiten Zielgerade wie für die Sprinter gemacht. Ja. Also auch passend für André Greipel? Ja, er gehört mit weltweit zu den Besten und deswegen gehört er auf der Runde bei dem Rennen auch ganz klar mit zu den Favoriten. Die Radsportstadt Gera kann etwas vorzeigen. Das sollte man miterleben. Showacts und weiteres Rahmenprogramm sollen am 30. Juli die Ereignisse miteinander verbinden. Das war bisher üblich bei den S-Events auf Bahn und Straße. Aber man möchte es nun für 2016 gern genauer wissen. Was kommt da auf uns als Zuschauer zu? 2015 war schon eine hochkarätig besetzte Veranstaltung und wir haben gedacht, wie können wir die Leute an der Rennstrecke fesseln und noch besser unterhalten. Und haben uns halt gedacht, dass wir 2016 den Schuhanteil der Veranstaltung Apertura noch ein bisschen ausbauen. Zunächst soll es also eine neuerliche Begegnung des Gera-Radsprinters Robert Förstemann mit dem einheimischen Speedskater Tobias Hecht geben. Zwischen beiden war doch was. Vielleicht waren sie ja 2015 dabei. Ja, beide haben zugesagt. Vor allen Dingen der Tobias Hecht, der möchte natürlich eine Revanche haben. Der hat ja die Vorjahresläufe 2:1 verloren gehabt und hat uns natürlich darum gebeten, dass er dieses Jahr eine Revanche bekommt. Und die geben wir ihm natürlich als Veranstalter und hoffen natürlich, dass Tobias Hecht dieses Jahr 2016 bei der Apertura den Robert 2:1 schlägt. Show Act 2 ist hier neu. Speed Trail. Was muss man sich darunter vorstellen? Speed Trail ist auch eine richtig spannende Sache. Und zwar wird mit sogenannten Trailrädern, das sind etwas kleine Räder, über Hindernisse gefahren. Wir wollen es halt spannend halten und lassen halt zwei Speed Trail erfahrene Sportler um die Wette fahren. Wir werden dort also 6 bis 10 Schrottautos positionieren und dann können die beiden Athleten dort um die Wette fahren. Und dann knattern also noch einmal richtig die Straßendernies. Putzige Maschinen für mutige Radsportduos. Aber nicht alle Renner werden da zum Abschluss noch einmal dabei sein, sondern... Das Rennen wird ja das letzte Rennen sein an dem Tag. Wird ca. 19.30 Uhr stattfinden, denke ich mal, wenn der Tag so normal verläuft. Wie kriegen wir die Leute dann noch an der Rennstrecke? Natürlich mit Krach, Gestank und das machen diese kleinen Dirny-Mopeds. Und die besten 10
Fahrer aus den Profirennen haben dann nochmal die Gelegenheit, sich in so einem Dürni-Gespann durch Geras Innenstadt zu beweisen. Und schließlich, wer Hanka Kupfernagel später noch verabschieden möchte, hat die Gelegenheit auch zum Abend in entspannter Runde. Wir freuen uns natürlich, dass Hanka in Gera ihr obligatorisches Abschiedsrennen bestreitet. Das heißt, sie wird die Rennserie noch beenden, aber das offizielle Abschiedsrennen wird hier in Gera am Abend im Rahmen der Abritur stattfinden. Und wir haben hier einen Partner gefunden, der uns eine hervorragende Location zur Verfügung stellt. Das ist hier die 1880 Alte Brauerei, ein neues Restaurant in Gera. Die sind Partner, die werden diese Party ausstatten. Die ist für jedermann zugänglich, die Party. Und wir freuen uns natürlich, dass Hanka hier die Möglichkeit bekommt, in entsprechenden Rahmen und auch Location hier eine richtig schöne Party zu feiern.